Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich wieder eine ganz tolle Autorin da, Katharina Lankers. Hallo Katharina, schön, dass du bei mir bist. Magst du dich ein bisschen vorstellen? Hallo, ja, natürlich gerne. Also ich heiße Katharina, ich bin, Moment, muss ich gerade nachrechnen, Jahrgang 62, egal, sage ich es einfach so. Und ich bin vom Hauptberuf her Mathematikerin, also was ganz anderes, aber so als Ausgleich für das ganze hirnlastige Denken, Rechnen mit Formeln und Strukturen und sowas arbeiten, ist das Schreiben für mich ein ganz tolles Gegengewicht. Und das mache ich schon sehr, sehr, sehr lange. Habe mittlerweile auch schon einige Bücher veröffentlicht und für dieses Jahr habe ich mir eine ganze Menge Neues vorgenommen. Gerade ist auch ein neuer Roman von mir erschienen. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ich habe 3 mittlerweile erwachsene Kinder. Ich habe auch schon 2 ganz kleine Enkelkinder, die allerdings recht weit weg wohnen. Ja, habe noch einen Vollzeitjob nebenher und die Abende und Wochenenden sind meistens gefüllt mit irgendwas mit Büchern. Ja, das glaube ich, ja. Und hast du mal ein paar Bücher mitgebracht, die du uns zeigen kannst? Genau, ich habe natürlich meinen neuesten Roman dabei. Der heißt, ich zeige ihn mal gerade, Woanders blühen die Kastanien. Ist sehr schön, ja. Genau. Das ist ein, ich sag mal, Liebesroman, wobei es eigentlich eher um eine unerfüllte Liebe geht oder eine Liebe, die mal toll war, aber es nicht mehr ist. Also so ein bisschen der erfüllte Traum. Man hat den Traummann geheiratet und im Nachhinein stellt sich dann raus, das ist alles nicht so toll, wie es von außen aussieht und ja, wie sich das dann weiterentwickelt. Das ist das eine Buch. Ja, schön. Ist gerade zum 1. März rausgekommen und ich bin noch kräftig dabei, Lesungen zu veranstalten, auf Messen zu gehen und so weiter. Ja, das wäre auch eine Frage gewesen, ob du auch Lesungen machst und Lesungen gibst. Ja, genau. Also ich bin... Ich war jetzt gerade auf der Leipziger Buchmesse. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt so als Autorin auf einer Messe war. Über den Self-Publisher-Verband durfte ich auch 2 meiner Bücher ausstellen. Da war das auch mit dabei. Da habe ich jetzt zwar keine Lesung gehalten, aber das werde ich im Mai machen. Da bin ich auf 2 Messen. Einmal auf der Mainzer Mini-Pressen-Messe. Die erstreckt sich sogar über 4 Tage. Da werde ich eine Lesung halten und eine Woche davor, glaube ich, ist in Hofheim die Messe an einem Samstag und auch da gibt es eine Lesung. Und dann werde ich wahrscheinlich hier in der Region, ich wohne im schönen Rheinhessen in Ingelheim, da wird es sicher auch noch Lesungen geben und im Herbst werde ich eventuell bei der Bonn Buch sein. Denn mein Roman, der Woanders blühen die Kastanien, spielt in der Gegend Köln-Bonn. Ich komme auch daher, zum Teil zumindest, also habe da sehr lange gewohnt und hänge sehr an der Stadt und deswegen würde ich das gerne auf der Messe auch noch vorstellen. Also das ist das, was momentan geplant ist. Ja, schön. Da kann man auch eine gewisse Nähe aufbauen, ne? Mit seinen Lesern und so, das ist schon toll, ne? Ja, ich finde das ganz toll. Also ich habe letztes Jahr das war nicht die erste Lesung, aber es war eine erste größere öffentliche Lesung und das hat so einen Spaß gemacht, auch dem Publikum. Das war einfach richtig toll, mit denen so ins Gespräch zu kommen. Und wann hast du angefangen zu schreiben? Oder sagen wir mal, wie hast du angefangen? Also warum? 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 Ich schreibe immer schon, wie wahrscheinlich die meisten. Angefangen von Tagebucheinträgen, von Aufsätzen in der Grundschule, was mir immer schon Spaß gemacht hat. Ich habe allerdings nie ans Veröffentlichen gedacht. Das erste Mal, dass mir das Veröffentlichen in den Sinn kam, das war tatsächlich, als ich die allererste Rohfassung, sage ich jetzt mal, oder den Kern dieses neuen Romans geschrieben habe. Das ist mittlerweile allerdings schon 17 Jahre her. Also das ist der Roman, an dem ich am längsten geschrieben habe und der mir auch am meisten ans Herz gewachsen ist. Wo ich damals gedacht habe, Mensch, mir kamen einfach so coole Gedanken und Ideen und Gefühle, die ich aufschreiben wollte, dass ich dachte, das müsste man eigentlich mal veröffentlichen. Das war aber noch sehr vage. Das erste Buch, was ich dann tatsächlich so ein bisschen für die Öffentlichkeit geschrieben habe, das war ein paar Jahre später, das war ein Kinderbuch für meinen Sohn. Der war damals 8 und wollte nicht lesen, hatte keinen Bock zu lesen, wie viele Jungs in dem Alter. Und dann habe ich gedacht, ich müsste ihm mal eine Geschichte schreiben, die ihn so richtig fesselt. Ja, das ist toll. Und in kleinen Portionen, die er gut lesen und verdauen konnte, dann habe ich also so kapitelweise, ein Kapitel war immer nur eine DIN A4-Seite. Das habe ich ihm gegeben und er ist total drauf angesprungen, wollte dann immer schon das nächste haben und aus dem sind dann im Endeffekt 3 Bände geworden. Cool. Das ist im Übrigen auch das, was ich als nächstes jetzt dann doch endlich mal veröffentlichen möchte.
Das ist bislang unveröffentlicht geblieben. Das hatte ich, wie gesagt, erstmal nur für ihn geschrieben, aber er hat es dann mit in die Schule genommen, in den Kinderhort. Es wurde dann den Kindern vorgelesen und auch die Erzieherinnen und Lehrerinnen fanden es cool. Ja. Und dann so richtig ans Veröffentlichen bin ich dann aber gekommen über Literaturwettbewerbe. Da habe ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin. Ich habe so ein paar Schreibkurse gemacht, so kreatives Schreiben, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Und habe dann so Literaturwettbewerbe entdeckt und habe dann im Jahr, das muss 2014 gewesen sein, das erste Mal an so einem Wettbewerb teilgenommen. Habe auch direkt gewonnen. Mein Stück ist vertont worden sogar. Das war in so einem literarischen Adventskalender. Und das hat mir unglaublich Auftrieb gegeben. Und genau, und daraufhin habe ich dann beschlossen, einen anderen Roman, den ich mittlerweile auch geschrieben hatte, fertig zu schreiben und einzureichen. Und das war dann tatsächlich der erste, der veröffentlicht wurde von mir. Und du bist in keinem Verlag, oder? Doch, das war über einen Verlag sogar. Den habe ich auch dabei. Das ist mein Roman Der Himmel über München. An dem habe ich nur 7 Jahre geschrieben. Also, sagen wir mal so, wenn man das nebenberuflich macht und immer so in Etappen mal Schreibphasen hat und mal geht es halt nicht, dann zieht sich das einfach in die Länge. Also das ist der, den ich dann eingereicht habe, der sofort angenommen wurde. Da war ich auch völlig platt. Also ich hatte ein sagenhaftes Glück und der ist dann innerhalb von 3 Monaten veröffentlicht worden im Jahr 2015. Im Feuerwerke Verlag, ist ein sehr kleiner Verlag, aber ja, der war damals so im Aufbau. Mittlerweile ist er schon ein bisschen größer geworden. Ja, danach habe ich dann, ich muss gerade mal überlegen, zwischendrin habe ich dann so eine Komödie geschrieben, die eigentlich zu kurz war für einen Standardverlag. Die hat nämlich nur 100 Seiten und das ist nichts für einen normalen Verlag. Deswegen bin ich da auf die Idee gekommen, das könnte ich mal als Self-Publisher probieren. Und die ist letztes Jahr rausgekommen. Das ist mein Hessen Highway. Highway 66. Ja, cool. Das ist einfach eine, ich sag mal, Realsatire, die komplett auf der Autobahn spielt. Die Idee dazu hatte ich auch auf der Autobahn beim Fahren oder beim Mitfahren, besser gesagt. Und hat sich auch so über mehrere Jahre entwickelt, bis ich dann mal den Nano Vrimo, den National Novel Writing Month, im November genutzt habe, um das Ding zu Papier zu bringen. Und da habe ich mich also dann als Self-Publisherin ausprobiert. Das hat mir großen Spaß gemacht. Und ja, so bin ich auf den Geschmack gekommen. Deswegen ist jetzt auch mein neuester Roman auch wieder als Self-Publisher erschienen, weil es einfach einige Vorteile hat gegenüber Verlagsveröffentlichungen. Hat auch Nachteile. Also auf jeden Fall, ja. Ist so nix. Wenn ich dein Buch kaufen möchte, kann ich das überall bestellen oder geht das nur über Amazon? Nee, meine Printbücher kann man überall bestellen. Die haben alle eine ISBN. Das sind 4 Stück insgesamt und die sind alle über einen regulären Buchhandel zu erhalten. Also jede Buchhandlung kann das bestellen über Libri. Und die E-Books sind allerdings exklusiv bei Amazon, bis auf den Himmel über München. Ich glaube, den kann man auch anderswo bestellen. Und wie holst du dir Inspiration für deine Bücher? Oh, ich habe eher das Problem, meine Inspiration zu drosseln, weil ich so viele Ideen habe, dass ich 3 Leben bräuchte oder 15 oder so, um das alles zu Papier zu bringen. Im täglichen Leben, aus meinen Erinnerungen, aus meinen Wünschen, aus allem, was um mich herum passiert. Also es gibt so vieles, finde ich, wo man Geschichten draus machen kann, dass ich eher die Qual der Wahl habe, worauf fokussiere ich mich jetzt als nächstes. Und wie viel von dir ist in deinen Büchern? Alles, natürlich. Also sagen wir mal so, es ist alles meinem Hirn entsprungen, insofern ist alles von mir. Es ist allerdings sind keine Lebensberichte oder sonst was dabei. Es sind in allen Romanen, sage ich jetzt mal, sind natürlich Begebenheiten drin, die zum Teil sich 1:1 so abgespielt haben. Welche das sind, verrate ich natürlich nicht, denn es sind auch andere dabei, die ich mir komplett ausgedacht habe oder die mir einfach zugeflogen sind, sozusagen, also völlig zusammenfantasiert und das Ganze dann schön aufgemixt,
dass es halt zusammenpasst. Also es ist ein ganz, ganz bunter Mix aus Erlebtem, aus Zusammenfantasiertem. Ja, aber natürlich gehört es alles zu mir. Was mich immer besonders interessiert, weil man ja oft aus dem Umfeld so negative Kritik bekommt, wenn man so anfängt zu schreiben oder so. Oder viele Leute haben ja auch dann, dass sie sehr viel einfach Lob geben, weil es ja Freunde sind. Man mag ja nicht einfach sagen, das taugt nichts, was du da machst. Hast du das auch so erfahren? Nein, habe ich so nicht. Ich bin allerdings auch sehr spät an die Öffentlichkeit gegangen, natürlich. Also ich weiß noch, in meinem ersten Schreibseminar, das war bis jetzt über 10 Jahre her, so kreatives Schreiben, diese erste Erfahrung, eine eigene Geschichte vorzulesen vor fremden Leuten. Ich weiß noch, was ich für ein furchtbares Herzklopfen hatte und wie gruselig ich das fand, mich so zu offenbaren. Also auch wenn das eine ausgedachte Geschichte ist, aber man gibt ja sehr viel von sich preis, wenn man, wenn man was schreibt. Das kam sehr gut an. Sagen wir mal so, ich bin sehr perfektionistisch veranlagt. Also ich schreibe und feile so lange an meinen Texten rum, bevor ich die irgendjemandem vorlese, dass ich relativ sicher sein kann, dass da kein Müll drinne steht, ne? Oder dass es auch stilistisch ganz gut ist. Natürlich gab es immer mal Geschichten, wo dann meine Testleser gemeint haben, hey, das ist ein bisschen zu lang, zu ausschweifend, auch hier gerade an dem woanders blühen die Kastanien, dadurch, dass der so ewig lang gebraucht hat, ich immer in Etappen weitergeschrieben habe oder wieder angefangen habe, vorne zu überarbeiten, hat am Schluss auch für mich selber nicht mehr so richtig das alles zusammengepasst. Und es waren unglaublich viele Passagen, die ich gestrichen habe, die mir zwar wehgetan haben, aber die einfach das künstlich in die Länge gezogen hätten. Und da habe ich schon gutes Feedback von meinen Testleserinnen auch bekommen. Also ich habe ein paar Schreibfreundinnen, mit denen ich mich regelmäßig treffe, und die nehmen auch kein Blatt vor den Mund, wenn sie sagen, das gefällt mir nicht oder das ist zu langatmig oder so. Mhm. Aber halt, es hat jetzt noch nicht die Situation gegeben, dass ich da am Boden zerstört gewesen wäre, weil mein Geschriebenes nicht ankommt. Hallo, ich lese heute aus meinem Roman Woanders blühen die Kastanien. Hier ist er. Ich lese den Anfang des Romans und der beginnt an einem Karnevalsfreitag um 5.20 Uhr morgens. Eine hässliche Pfütze breitete sich auf dem Tisch aus, als ich zitternd versuchte, mein Wasserglas mit noch mehr Whisky zu füllen. Pass auf, Maggie, flüsterte eine ganz klein zusammengeschrumpelte Margarita in meinem Hinterhirn. Schieß dich nicht komplett ab, du wirst es bereuen. Ich konnte nicht anders als verächtlich zu lachen. Bereuen? Was hatte ich denn noch zu verlieren? Mit wirrem Haar und schmutzigen, nackten Füßen saß ich hier am Küchentisch, auf den die trübe Deckenlampe ein paar lustlose Photonen spuckte. Der stechende Geruch des Whiskys schaffte es nicht, die Parfümschwaden zu übertönen, die noch im Treppenhaus herumwaberten. Obwohl Martin samt Duftwolke schon vor mindestens einer Viertelstunde in seiner Kellerhöhle verschwunden war. Durch die kaputte Glasscheibe an der Haustür wehte ein kalter Wind und drückte den nassen Saum der Pyjama-Hose an meine eiskalten Beine. Ich zupfte mir ein paar Grashalme von den Knöcheln und kippte einen weiteren großen Schluck meine brennende Kehle hinunter. Maggie, was tust du? Willst du etwa so deinen Kindern gegenübertreten? Am liebsten hätte ich die penetrante Oberlehrer Margareta in einer tosenden Whiskyflut ertränkt. Aber ein winziger Funke Verstand rappelte sich auf und befahl mir, das Glas abzustellen. Wenigstens hatten die Mädchen offenbar nichts von dem Radau hier unten mitbekommen und schliefen fest. Mit etwas Glück hatte ich noch eine Stunde Zeit, bis sie aufwachten, um mich halbwegs zu fassen und zumindest oberflächlich die Spuren der Katastrophe zu beseitigen. Und dann? Die Scherben im Flur würde ich vielleicht wegkehren können. Der Scherbenhaufen meiner Ehe dagegen, der den gesamten Boden unter meinen kalten Füßen zu bedecken schien, machte mir unmissverständlich klar, dass es kein Zurück mehr gab. Kein Zurück. Doch auch vor mir tat sich nichts als eine unendliche Leere auf. Jetzt machen wir einen Sprung, denn die eigentliche Geschichte beginnt 3 Monate vorher. In einem Dezember. Und sie beginnt so.
Langsam umfuhr sein Finger das rosige Fleisch. Liebkosend tastete er sich an einer Wölbung entlang, wanderte auf der hell schimmernden Haut nach oben, strich sanft über seidenweichen Flaum. Nach kurzem Innehalten folgte er genüsslich einer fein geschwungenen Linie und tauchte dann in einen lockenden Schatten ein. Ich konnte meinen Blick nicht abwenden, wie hingebungsvoll er das empfindliche Terrain erkundete, wie zärtlich und gleichzeitig männlich fordernd seine Bewegungen waren. Wann hatte er mich zum letzten Mal so berührt? Die Fingerkuppe näherte sich nun mit sinnlich kreisenden Bewegungen der Mitte. Behutsam tastete er sich näher, zögernd. Ich hielt den Atem an. Jetzt begann der Finger fast unmerklich zu zittern, dann plötzlich zog Martin ihn mit einer abrupten Bewegung aus seiner Ohrmuschel zurück. »Tja, ich muss dann mal los«, erklärte er, schlug die Zeitschrift zu, in der er geblättert hatte, und stand vom Küchentisch auf. Mein Blick klebte immer noch an seinem Ohr, verirrte sich in all den zartrosa Hautfalten und schattigen Versenkungen, wanderte dann ungläubig hinab zu seiner Hand und wieder zurück, mitten in die samtbraunen Augen hinein, die mich jetzt irritiert musterten. »Alles in Ordnung bei dir?« Mein Gesichtsausdruck strahlte vermutlich den Scharfsinn einer dementen Kuh aus. Mit einem hastig gestammelten »Ja, klar«, drehte ich mich schleunigst weg, in der Hoffnung, mein puterrot anlaufendes Gesicht vor Martin verbergen zu können. Hoffentlich hatte wenigstens mein Mund nicht offen gestanden. Während ich eine Salatgurke in Scheiben schnitt, hörte ich, wie Martin im Flur seine Tanzschuhe einpackte und die Jacke anzog. Eine Duftwolke seines Parfüms kam um die Ecke gekrochen. »Bin dann mal weg!« Sein schönes, ebenmäßiges Gesicht lugte zu mir herein und ich inhalierte tief, als ob ich ihn damit näher zu mir heranziehen könnte. Statt eines Abschiedskusses strich er mir mit den Fingerknöcheln kurz über die Wange und warf mir sein charmantes Lächeln zu. Dann fiel die Haustür ins Schloss. Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wie sieht dein Schreiballtag aus, weil du ja nebenher noch arbeitest? Schreibst du lieber morgens oder lieber abends? Ich schreibe, ich kann natürlich nur abends und am Wochenende und im Urlaub schreiben. Mhm. Und ich habe da keinen richtigen Alltag, kann ich nicht sagen. Ich habe einfach Phasen, wo ich mich total reinhänge. Manchmal sind das Phasen, wo ich wirklich jeden Abend schreibe. Jetzt momentan ist eine Phase, wo ich überhaupt nicht zum Schreiben komme, weil ich nur am Vermarkten bin von der Neuerscheinung, ne, mit Facebook und Instagram und Organisation und Werbematerial musste ich ja machen oder habe ich gemacht, wie Flyer, Lesezeichen und so weiter. Was mir hilft, sind tatsächlich diese Schreibcamps, so wie der Nano Vrimo. Mhm. Ich wollte eigentlich jetzt den April auch nutzen, das Nano Vrimo Camp, um was Neues zu schreiben, was mir die ganze Zeit im Kopf rumspukt. Jetzt sind mir allerdings auch noch Lesungen und Messen und sowas dazwischen gekommen. Aber ich werde mir im Sommer mindestens 1-2 Monate nehmen, wo ich wieder am Stück jeden Tag was schreibe, um was fertig zu bekommen. Mhm. Ja, also wie gesagt, von Alltag kann man eigentlich nicht richtig sprechen. Ich versuche es immer zwischendrin unterzubringen. Und ich schlafe wenig, muss man dazu sagen. Schlafen kann ich, wenn ich tot bin, sage ich manchmal. Ja. Weil die Abende sind halt dann für die Bücher reserviert. Ja. Und vor allem ist ja auch ein großes Hobby, ne? Also denke ich mal, und sein Hobby genau zu machen. Ist ja immer toll. Ja. Hast du noch andere Hobbys außer Schreiben? Ja, also ich bin sehr gerne draußen in der Natur. Ich brauche die Bewegung. Ich mache Nordic Walking. Das habe ich vor 4 Jahren angefangen. Auch, ja. Ja, es sieht so bescheuert aus. Deswegen brauchte ich lange, bis ich mich damit anfreunden könnte. Aber inzwischen liebe ich das. Und ich mache Yoga, praktiziere Yoga. Ich mache auch noch nebenher gerade die Ausbildung zur Yogalehrerin. Weil ich das noch intensiver praktizieren möchte. Ja, also der Tag ist voll. Ja, auf jeden Fall, ja. Und hast du noch ein anderes Projekt, an dem du jetzt arbeitest?
Genau, also jetzt gerade möchte ich unbedingt dieses Kinderbuch veröffentlichen, was ja im Prinzip fertig geschrieben ist, 3 Bände schon. Ich werde das jetzt alles nochmal überarbeiten, lektorieren, Cover designen und so weiter. Auf die Idee bin ich gekommen, weil ich mich für den Lesemarathon von der Hilga Höfgens angemeldet habe, der ja zugunsten von Kindern ist, wo ich denke, da sind auch Kinder da für die Lesungen und dachte, komm, jetzt machst du mal das Kinderbuch fertig. Und dann habe ich noch eine sehr persönliche Geschichte, die ich auch dieses Jahr unbedingt veröffentlichen möchte. Eine Art Reisebericht, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich insgesamt 5 Plot-Ideen für Romane, wobei 2 Favoriten sind, zwischen denen ich mich noch entscheiden muss. Und einer davon, den möchte ich dann im November zumindest die Rohfassung schreiben. So ist der aktuelle Plan. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass du bei mir warst und dass ich dir Fragen stellen durfte. Und du bist natürlich Dankeschön. wieder recht herzlich eingeladen, wenn dein nächster Roman raus ist und du ihn gerne vorstellen möchtest. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir gleich ein Like da oder abonniere auch meinen Kanal, wenn du keine weiteren Videos von mir verpassen möchtest. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Dankeschön, ciao.